Nehmen Sie es endlich zu. Sie haben Combo umgebracht. Was? Ich? Das will ich doch niemals tun. Ah ja? Wir haben einen, sagen wir mal, Profi auf dem Gebiet gefragt und er hat uns gesagt, dass sie definitiv in das Täterbild reinfällt, der Combo umbringen würde. Und wer ist Ihr Profi? Ihn haben wir befragt. Ach, verdammt! Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, ihr hochgradig attraktiven Individuen da draußen an den Empfangskern. Niska hier. Ja, meine lieben Freunde, wir haben, sagen wir mal, einen neuen Übeltäter im Format, der eventuell Combo-Decks komplett umbringen könnte. Aber wovon rede ich genau? Wir haben das neue Core-Booster-Set Rage of the Abyss vor der Tür stehen und da haben wir einen Haufen Staple-Karten dabei. Die Karte tatsächlich, die am meisten für Furore sorgt, ist Mulchami Fuvalos. Mulchami Fuvalos ist sowas wie der spirituelle Nachfolger von Max C in den Augen von vielen Menschen. Aber gehen wir doch mal ganz durch, was diese Karte eigentlich kann und was diese Karte so gut ist, dass sie eventuell Combo-Decks komplett auslöschen könnte. Und zwar Mulchami Fuvalos sagt wie folgt. If you control no cards, quick effect, you can discard this card, apply these effect per turn. Also wenn du keine Karten kontrollierst, kannst du diese Karte abwerfen und dann kannst du diese Effekte halt aktivieren. Jedes Mal, wenn dein Gegner eine Spezialbeschwörung vom Deck oder vom Extra-Deck vollzieht, darfst du eine Karte ziehen. Und once during your endphase, also während deiner Endphase, musst du halt random Karten von deiner Hand zurück ins Deck shuffeln, je nachdem, wie viele Karten der Gegner auf dem Feld hat. Aber tatsächlich, das ist so der Effekt, der ist so zweitrangig. Das heißt, wenn der Gegner basically nur eine Karte nach seiner kompletten Combo-Line auf dem Feld hat, musst du halt Karten von deiner Hand zurückschaffeln, wie du gezogen hast. Jetzt ist das Ding, weil der moderne Yu-Gi-Oh! Ist sehr, sehr extrem auf das Extra-Deck angewiesen. Das heißt, wenn du mal ein Combo-Deck im Jahre des Herren 24 angefasst hast, wirst du wissen, du gehst eine Milliarde Mal durchs Extra-Deck gefühlt. Und dein Gegner wird Minimum 5 Karten, wenn nicht sogar 6 ziehen dürfen, wenn er jetzt aus Second geht. Natürlich hat Konami das Ding jetzt hier versuchen zu balancen, weil im Gegensatz zu Max C darfst du keine Karten auf dem Feld haben. Das, weshalb Max C als unfair immer gesehen wurde in den Augen von vielen Spielern, war einfach nur, dass das Ding einfach abgeworfen hat und jedes Mal, wenn der Gegner Special, ziehst du eine Karte. Das heißt, wir haben auf Fuvalos haben hier eine Restriktion. Sie sagt, du darfst keine Karten kontrollieren und nur vom Extra-Deck und vom Main-Deck Special. Es tut mir leid an jeden Unchained-Spieler. Ihr seid halt komplett im Eimer danach. Das Deck ist unspielbar. Ich sehe da auch keine Möglichkeit, wie ihr es weiterspielen könnt. Ja, aber abgesehen von Unchained, ist das jetzt fair, dass diese Karte reinkommt oder nicht? Mal abgesehen von dem Preis von 130 Euro im Presale. Der eine Teil sagt, ja, es ist fair, damit das Special Summoning von modernem Yu-Gi-Oh! Komplett auf den Keks geht. Versteh mich nicht falsch, ich habe letztens im Stream mal wieder Yu-Gi-Oh! Remote Locus gestreamt und ich bin auf Synchro, Lightzorn, Bestie, Thunder Dragon gestoßen, keine Ahnung, was das war. Und der Mann hat tatsächlich für sein Turn 1 Turn ohne irgendwelche Handtraps dazwischen hat er 20 Minuten gebraucht. Dass sowas ein bisschen Einhalt geboten wird, sehe ich tatsächlich, damit das ein Argument ist. Aber gucken wir doch mal auf die andere Seite. Was ist die Kehrmedaille von Mulchami Fuvalos, weshalb Combo-Decks aussterben? Naja, wir haben halt auch eine Menge Combo-Decks, die nicht allzu viel auf dem Endboard haben tatsächlich. Nehmen wir mal Ritual Beast. Klar, Ritual Beast momentan spielt halt im Endeffekt Protoss Turbo. Aber wenn du jetzt mal Protoss aus dieser Rechnung rausnimmst, tut das Deck sehr, sehr viel Spezialbeschwören. Es hat aber keine FTK-Boards. Also die Endboards von dem Deck sind tatsächlich sehr, sehr überschaubar. Es braucht halt nur so sehr, sehr lange und sehr, sehr viele Steps, bis es angekommen ist, da wo es eigentlich hingehört. Diese Decks, die werden halt dadurch komplett ausgeschalten. Ich weiß, jetzt Mulchami Purulia wäre jetzt wesentlich effektiver gegen dieses Deck, aber es war nur ein Beispiel mit diesem ganzen Special Summoning und sowas. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also, ich finde tatsächlich, dass man jetzt sagen sollte, dass dieses Special Summon Fest, zu dem Yu-Gi-Oh! Geworden ist, damit das dein größtes Manko ist, ich verstehe das auch nicht. Mittlerweile ist halt Yu-Gi genau das, was es ist, das schnelle Dumpster Fire. Wenn ihr ein langsameres TCG wollt, ist, glaube ich, tatsächlich Yu-Gi-Oh! Nicht das Spiel für euch. So sehe ich das zumindest in meiner Blickrichtung. Vielleicht hast du ja eine andere Perspektive. Hau sie mir mal unten in die Kommentare rein und dann können wir mal ein bisschen eine Runde drüber schnacken. Aber ich sehe, das hat tatsächlich gerade Stand jetzt nicht so wirklich. Aber was kann jetzt zum Beispiel noch sein? Wenn wir es mal vergleichen, im OCG war ja Max C schon immer irgendwo ambivalent. Wenn wir jetzt mal die Formate von dort mit unserem vergleichen, hast du gemerkt, dass die da drüben eher langsamere, controlligere Decks spielen, einfach nur, weil halt Max C ein Thema ist. Wenn ich im
bei uns sind halt Decks wie Adamancipator, Drytron und Co. komplett ham gegangen, weil wir halt nichts gehabt haben, was die vom Special Summoning großartig aufgehalten hat. Ich weiß, Earth, Adamancipator Pile war auch irgendwo im OCG-Ding, aber nicht so krass wie bei uns jetzt hier. Also drüben werden langsamere Decks tatsächlich bevorzugt. Rescue Ace war dort länger tatsächlich Tier 1 wie jetzt bei uns, weil, naja, Rescue Ace kann halt auch großartig ohne viel Special Summoning irgendwo auskommen. Von dem her, ja, bin ich das Ganze ein bisschen zwiegespalten. Also man sieht das so als notwendiges Übel, um das Spiel ein bisschen langsamer zu machen. Und jetzt hocke ich hier in meiner Allwissenheit und frage mich, muss man das Spiel langsamer machen? Ja, ich weiß, die Endboards werden immer krasser und wir brauchen immer mehr für unser Zeug, aber was ist, wenn du einfach die ganzen generischen Endboard-Pieces rausnimmst? Wir haben ja jetzt schon keine Appaloosa mehr, wir haben jetzt schon keine Baron de Fleur mehr. Und wenn dein der Gegner jetzt halt ewig lang für seine Combo-Lines braucht, endet er auf nichts. Versteht ihr, was ich meine? Und da frage ich mich, das ist doch das Prinzip von Yugi mittlerweile, wenn du Yu-Gi-Oh! Spielen möchtest. Es ist hart, die Leute finden es geil, dass es gerade so komplex ist und dass du so viel specialen kannst. So, das sind ja gerade die Sachen, die Yugi-Spieler zu Yu-Gi-Oh! Hinziehen. Und langsamere TCGs, naja, dann spielst du ein langsameres TCG. Also, das ist jetzt so meine Auffassung. Wie gesagt, auch hier, ich lasse mich gerne belehren, falls du hier eine andere Meinung haben solltest. Das größere Problem ist halt, was bei Mulchamiforvarus ist, ist weniger das Balancing. Sonst. Also ich zum Beispiel werde mir keine kaufen und das liegt jetzt nicht dran, dass ich sagen möchte, nein, es ist gegen meine Prinzipien, dieses Ding zu spielen, sondern die Karte kostet 130 Euro im Presale. Wahrscheinlich wird sie, wenn diese Karte rausgekommen ist, im nächsten Mainset Rage of the Abyss irgendwie 85 Euro Minimum kosten. Und wenn so ein Playset Mulchamiforvarus genauso viel kostet, als wenn ich mir drei Decks in irgendeinem anderen TCG kaufe, weiß ich auch nicht so weit, wie das Ganze ist. Weshalb ich persönlich nur noch entweder 60-Karten-Piles spiele, wo du diese Karte per se nicht spielst, oder ich spiele halt Decks, die so dermaßen cheap sind. Also beispielsweise bin ich momentan jetzt auf Manadium und das komplette Deck kostet wirklich weniger als eine Mulchamiforvarus. Ich sehe es gerade nicht ein, einfach nur aus preistechnischen Gründen mir dieses Ding ranzuholen. Aber das ist nochmal mein eigenes Problem hier. Bitte Konami, packt das Ding so schnell wie geht ins nächste Bonanza oder ändert was an eurem Raritätensystem. So ganz glücklich lange nicht mehr weitergehen. Ja, so viel dazu. Wird jetzt nun Combo komplett aussterben bei uns? Unchained-Spiele hocken heulend in der Ecke, weil es nur aus dem Deck Special oder aus dem Extra-Deck. Dann hast du noch die anderen Hardcore-Combo-Dicks, die es auch nicht sonderlich viel mehr hinkriegen. I don't know about this one, Chief. Ich glaube, Mulchamiforvarus ist jetzt nicht unbedingt eine Karte, die das TCG braucht, aber ich verstehe den Sinn dahinter, dass so eine Karte geprintet wird. Fun Fact, wir haben Mulchami Purolia, die sagt, wenn du aus der Hand normalst oder specialst, darfst du eine ziehen. Jetzt haben wir Fuvalos, die sagt, wenn wir vom Deck oder vom Extra Deck specialen. Mein nächster Call wird sein, wenn du vom Friedhof oder von deiner Banished Zone ein Monster specialst, darfst du eine Karte ziehen. Mulchami, irgendwas. Mark my words, die Karte wird als nächstes kommen. Weil Mulchami-Karten sind übrigens nur semi-once per turn. Du kannst zwei in einem Turn tatsächlich aktivieren. Also, Kinders, und ich würde sagen, mit den Worten, lasst es mal ein kurzes Gespräch anregen. Hau mir in die Kommentare rein, was du davon hältst. Das ist mal wieder so ein Meinungsvideo zu den Ganzen. Lieg ich falsch mit meiner Perspektive? Sagst du, das ist der richtige Weg, den gerade Konami besteht? Hau es mir unten rein und wir sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye! Schlägt in seine Richtung, ein Energy schnell hin.